Aber es ist wohl. Aber es ist eine unruhige Zeit geworden. Was ist nun mit dieser Welt passiert? Ja, was ist passiert? Und Topfsinn, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 9. Ja, wir sind endlich auf CD2 angelangt. Ja! Nach 50 Parts auf CD1, was doch eine Menge ist, muss ich schon sagen. Aber nichtsdestotrotz geht es weiter. Du redest von Bomerkia, oder? Sie wurden ja angeblich von einer völlig unbekannten Armee von Zipfelmützen überrannt. Und was mache ich, wo ich doch in Zeiten wie diesen endlich mal meinen Mut beweisen könnte? Ich schiebe an diesen einsamen Ort Wache. Sei doch froh. Ich persönlich mag ja eigentlich keine Kriege und möchte deswegen auch nicht in einen verwickelt werden. Aber sag mal, war dieser Alte mit dem Gesicht von Breitformat und dem Sack voll Schweißgurken doch nicht doch ziemlich verdächtig? Nö, finde ich eigentlich nicht. Hä? Ich dachte, du hättest ihn am meisten verdächtigt. Ein misstrauischer Blick ist mir angeboren, das weißt du doch. Ich sag es dir nur einmal, also schreib's dir hinter die Löffel. Unter Schweißgurken, genau. Unter Gurkenliebhabern gibt es keine bösen Menschen. Die einzige Sorte von Gurken, die ich nicht essen kann, sind nun mal diese ekelerregenden Schweißgurken. Aber irgendwie beneide ich doch den Alten. Kann es sein, dass sich die meisten Leute falsch verstehen? Gut möglich. Sonst wäre ich ja jetzt zuvor nicht hier und würde eine ruhige Kugel schieben. Der Schaffner zufolge werden wir bald den Gipfel erreichen. Prinzessin! Räusper. Fräulein wie Lilly! Vivi, ja. Was hab ich heute? Sie ist wohl eingeschlafen. Die Prinzessin scheint diesen verruchten Gerüchten über Königin Brain tatsächlich Glauben zu schenken. Aber es ist völlig absurd, dass Königin Brain den Krieg anfangen würde. Zurück im Schloss werden wir diese Missstände sicherlich aufklären. Aber was rede ich? Meine Aufgabe besteht einzig und allein darin, die Prinzessin wohlbehalten wieder ins Schloss zu geleiten. Nächster Halt, Berggipfel. Bitte alles aussteigen. Schönen herzlichen Dank. Gute Reise wünsche ich euch noch. Allerdings dauert es noch ein Weilchen, bis die Gondelbahn Richtung Alexandria hier eintrifft. Wann wird sie denn eintreffen? Sie wird zeitgleich mit unserer Ankunft im Boden hier eintreffen. Mit anderen Worten, es dauert etwa genauso lange wie die Fahrt nach oben. Dort drüben in der Wartehalle könnt ihr euch ein wenig ausruhen. Dankeschön. Was ist los, Schane? Prinzessin! Wie oft muss ich das denn noch sagen, dass ihr mich nicht so nennen dürft? Wir haben es endlich geschafft. Wir sind auf alexandrischem Boden. Wir. Wir sind endlich zu Hause, aber das Schloss scheint noch nicht in Sicht zu sein. Für euch mag das Schloss gleichbedeutend mit ganz Alexandria sein, aber... Ihr haltet mich doch nicht für ein unwissendes kleines Mädchen, oder? Aber Eure Exzellenz, wie könnte ich? Nun gut, dann lasst uns gehen. Yay, wir haben endlich die Kontrolle über Salia. Das Salia, sag ich schon, Lilly. Wie komme ich denn auf Salia, bitteschön?
Aber hier treffen wir auf einen alten Bekannten. Das ist also die Wartehalle. Wir sollten hier Erkundung einholen, bevor die Gondelbahn Richtung Alexandria antrifft, Prinzessin. Natsuna, willst du irgendwas... Achso, wir haben einen Brief. Ein Brief für mich von Grimo? Danke für die Zustellung, Kubo. Apropos Zustellung. Heute habe ich ein Paket erwartet im Spiel. Was macht der wunderschöne Paketbote? Er schreibt einfach noch einen Zettel, legt es in den Briefkasten und geht wieder. Er hat noch nicht mal geklingelt, das gemeine Vieh. Der gemeine Mensch, wollte ich sagen. Egal. Ihr wisst, was ich meine. Wenn ich das Unglück von Mary sehe... Merry Christmas oder was? Während deren Liebe nicht erwidert wird, dann wird mir ganz traurig zumute. Hast du schon mal geliebt, Kupo? Ich war noch nie verliebt, Kupo. Aber wenn ich Marys Leid so sehe, dann fürchte ich mich ehrlich gesagt etwas davor. Ich habe Angst vor der Enttäuschung, Kupo. Ich verliebe mich grundsätzlich nicht, Kupo. Das bringt nur Kummer, nur Kummer. Nimm das als dein Kupo. Kuponus! Eine Bitte. Ja, ich bringe den Brief. Oh, ich kann mich ausrüsten. Zwei Stück davon. Zwei Stück davon. Davon kaufen wir auch noch ein, zwei Stück. Zipfelmütze habe ich eigentlich genug. Filzhut habe ich auch genügend. Latexhelm. Barbatur. Bronzehandsch könnte ich, glaube ich. Oh, dann kommen wir nochmal ein bisschen. Zauberkürbis kaufen wir auch nochmal. Wie sieht das aus? Analyse. Engel, Silentium, Shell. Boah, Engel. Engel ist richtig wichtig. Richtig schön wichtig. So. Verzut. Okay. Ja, wieder habe ich sowieso schon. Dann das. Da habe ich nichts. Bestientöter. Level up. Bing! Als Auge sehr wachsam. Da habe ich schon Weihrauch. Brauche ich das unbedingt? Nö, eigentlich nicht. Kannibale und Pestizid, so. Bodyguard. Gut. Was war das? Die Gondelbahn Richtung Lindblum ist gerade ausgefahren. Cephix! Verpasst, Cephix! Diese Stimme kommt mir doch bekannt vor. Aber erstmal will ich Abilities hier anlegen. Und zwar die beiden. Okay, sonst geht's nicht weiter. Oho. Level up. Obwohl blind ist eigentlich für ihn wichtiger. So,
Nein, da ist eine Kiste. Kiste. Mit einer Phönixfeder. Da ist keine Kiste. Sind das nicht? Ich glaube, wenn man auf der anderen Seite hingeht, sind die dann jetzt dort, wo ich bin. Jetzt hat mir doch glatt die Bahn verpasst. Und was mache jetzt, Sevix? Soll das einfach meine Schuld sein und so? Das kommt davon, weil du ja noch unbedingt bei den schönen... bei der schönen Aussicht deinen Baumkuchen genießen wolltest und so. Jetzt käme mir nett... Was zum Geier? Rätselig... Achso... Jetzt kommen nicht rechtzeitig in Limblume, Sevix. Schon gut und so. Werd auch nicht dem Chef erzählen. Sevix, danke, Alter. Jetzt, wo wir das geklärt haben, brauche ich noch ein Baumkuchen, Sevix. Na, toll und so. Geh rein. Danke. Elendes Räuberpack! Fragezeichen. Quasi Fragezeichen, die doppelte Ausführung. Ihr habt wohl noch nicht genug und wollt die Prinzessin noch einmal entführen. Wie ist denn das? Können wir dir gleich noch eine klappernde Bich... Büchsen vielleicht sehr fix. Kerl! Erzähle mir nichts, du hättest mich vergessen! Der Hauptmann dieser Blutotruppe, der ständig am Brüllen ist und so. Deswegen brülle ich ihn doch immer so schön gerne. Ah, jetzt fällt mir der Ritter, der nett schauspielen kann und stummelt, als wäre sein Gebiss eingerostet, sehr fix. Komm bei mir. Das ist ja mal die Höhe! Prinzessin, ihr dürft nicht mit solchen Diebelsgesindeln sprechen! Ihr wart Sinner? Wie kommt es, dass ich euch hier antreffe? Ja, das... Du legst den nieder. Was ein Zufall! Die Prinzessin, da... Du... Was für ein Geier! Zu treffen! Prinzessin, dasselbe könnte ich dich fragen und so. Na, jemand... mir aus dem Verwunschenen... Noch jemand... mir aus dem Verwunschenen Wald... Ossesan! Prinzessin! Ihr dürft nicht mit solchen Diebesgesandten sprechen! Auf jeden Fall sind wir, nachdem wir den Verwunschenen Wald verlassen haben. Prinzessin, bla bla bla! Bla 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 bla!